Herr Strache, wie geht es Ihnen und was führt Sie ausgerechnet nach Frastanz? Also man ist immer wieder gerne im Ländle und ich freue mich heute darauf, viele, viele bekannte Gesichter zum einen zu sehen und viele Bürger, die der Einladung gefolgt sind. Ein lieber Freund von mir ist ja Besitzer des Bierstadels da in Frastanz und ab 18 Uhr haben wir eine öffentliche Veranstaltung. Und ja, wir bauen in den neuen Bundesländern jetzt unsere Landesteams auf. Und wir wollen uns auf die nächste Nationalratswahl als Team HC Strache, als die Allianz für Österreich, als Liste Strache auch vorbereiten. Und ich bin guter Dinge, denn bei der Entwicklung der letzten zwei Jahre haben viele Menschen die Ungerechtigkeiten in der Zwischenzeit da oder dort auch durchschaut und erkennen, wer wirklich da oder dort vielleicht Dreck am Stecken hat. Mhm. Sind Sie zum ersten Mal in Frastanz? Nein, ich war schon öfters in meinem Leben in Frastanz. Okay, aber mit dem Besuch Hubert Gorbach, mit dem hat es nichts zu tun, oder? Ich habe mit dem Hubert Gorbach immer einen sehr, sehr guten Kontakt gehabt. Ich habe ihn immer geschätzt. Er war immer ein sehr konsequenter Sachpolitiker und ich schätze ihn menschlich auch. Ja. Mhm. Sind die aktuellen Enthüllungen über die Machenschaften der ÖVP, etwa Gernot Blümel, überraschend oder nichts Neues für Sie? Naja, das ist schon überraschend und neu in der Dichte, dass es Gerüchte gab, auch schon vor meiner Regierungszeit, das wissen wir, denn auf Ibiza bin ich ja heimlich gefilmt worden, in eine Falle gelockt worden, wo man jetzt zum Glück die 7 Stunden öffentlich gemacht hat, die aber leider medial totgeschwiegen worden sind, denn da ist plötzlich ein anderes Bild sichtbar, nämlich, dass ich nicht korrupt bin, dass ich das Wasser der österreichischen Quellen nicht verkaufen wollte. Da hat man natürlich kein Interesse mehr gehabt, das aufzuklären, aber wenn es um die Gerüchte der anderen geht, na, da haben sich einige bewahrheitet und das zeigt, wenn der Herr Bundespräsident Van der Bellen nach meinem Rücktritt gemeint hat, so sind wir nicht, na, dass die viel schlimmer sind. Na, also wenn ich mir anschaue, was da heute an dichten Vorwürfen im Raum stehen, na gute Nacht. Also ich sage von Chats, die sehr fragwürdig sind, bis zu Postenbesetzungen, aber auch der Grünen, denn die haben sich zwar immer aufgeregt, wenn es um Postenvergaben und Aufsichtsratsbesetzungen gegangen ist, aber die haben das in einer Windeseile in den letzten zwei Jahren, haben die alles besetzt, was man nur besetzen kann. Und da auf einmal sieht man, wie scheinheilig die alle sind. Mhm. Und Kickelhofer, mit dem hätten Sie gerechnet, wenn ich Sie vor einem Jahr gefragt hätte, dass es so enden wird? Naja, mal grundsätzlich glaube ich an Karma. Ja. Mhm. Und so wie man nach meinem Rücktritt, der ja im Sinne einer staatspolitischen Verantwortung gelebt wurde, wo ich klar gesagt habe, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, will aber nicht der Vorwand sein, dass eine Regierung platzt, ziehe daher meine Konsequenz, trete zurück, damit die Regierung weitergehen kann. So hat einerseits Kurz sein Versprechen für eine Regierungsfortsetzung damals nicht gehalten und auf der anderen Seite haben meine Nachfolger wie Hofer und andere sich mir gegenüber nicht korrekt verhalten. Man hat mit Intrigen nachgeworfen, man hat mich ausgeschlossen, man hat nicht das Prinzip gelebt, das ich mit der freiheitlichen Familie stark gemacht habe, nämlich als freiheitliche Familie einen Zusammenhalt zu leben, in guten wie in schlechten Zeiten. Man hat die Chance genützt, wenn man so will, in einer Brutalität bei den Intrigen mitzumachen, bei den Anpatzungen mitzumachen, meine Frau auszuschließen, mich auszuschließen. Und das hat viele zu Recht abgestoßen. Und so gesehen hat Hofer jetzt vielleicht auch die Rechnung schon dafür erhalten. Und der eine war zu weich, hat sich angebietet und der andere hat vielleicht da oder dort inhaltlich recht bei den Positionierungen. Aber ja, ist nicht unbedingt der Sympathieträger und macht so schroff, dass er viele wieder abstößt. Und da war ich vielleicht der, der drüber gestanden ist und das braucht es heute. Sagt das freiheitliche Original als freiheitliche Alternative. Ich glaube, in dieses Vakuum ist es gut hineinzustoßen. Mhm, gut. Was halten Sie vom Thomas-Schmidt-Skandal? Der hat ja gemacht, was Ihnen vorgeworfen wurde. Naja, welchen meinen Sie genau? Das sind ja so viele Vorwürfe, die nicht alle jetzt rein eine rechtliche Bewandtnis haben, sondern eher das Sittenbild aufzeigen. Wenn er von den, ich sag, vom Pöbel spricht, dem Volk, das Volk ist der Pöbel und da muss er sich anstellen am Flughafen in der Reihe, na gute Nacht, wenn ich so eine Einstellung habe, das zeigt sein Menschenbild. Also ich sage, ich habe die Menschen immer gemocht, gleich welcher Herkunft, gleich welcher sozialen Schicht, das war immer mein Wesen, offen auf Menschen zuzugehen, für alle da zu sein. Das ist dort offenbar ein völlig anderes Bild, dass diese Herrschaften bei Türkis leben, bis hin, dass er da von Tieren sogar geschrieben hat. Ja. Also fürchterlich. Und dann diese anderen Chats möchte ich gar nicht kommentieren, wie ich liebe dich, mein Kanzler, und ich weiß nicht, was für Bilder da drauf waren. Ist schon sehr fragwürdig alles und natürlich auch die Art und Weise, wie da offenbar natürlich unter Türkis offenbar Positionsvergaben stattgefunden haben. Ja, das ist etwas, was, ich glaube, die Bevölkerung abstößt. Mhm.
Ja, Sie planen jetzt ein politisches Comeback. Wie sieht dieses konkret aus? Naja, ich bin ja nach meinem Rücktritt, wenn man so will, bin ja tief gefallen, habe völlig neu begonnen. Und nach dem Ausschluss war eins klar, nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne. Ich habe ja auch mich wirtschaftlich neu aufgebaut als Unternehmer, habe dann in Wien einen völligen Neuaufbau des Teams vorgenommen, ohne finanzielle Mittel, ohne Struktur, und wir sind auf den ersten, beim ersten Antreten noch nicht hoch genug gesprungen. Wir haben da 3,5% erreicht, es war nicht hoch genug, aber ich sage, jetzt bauen wir weiter, denn ich sage, Rom wurde nicht am ersten Tag erbaut. Und jetzt bauen wir in den neuen Bundesländern die Strukturen auf, so wie ich das ja auch schon einmal bewiesen habe vor vielen Jahren, bei 3% damals eine Parteiverantwortung übernommen habe. So machen wir das jetzt in den Ländern mit neuen Länderstrukturen, mit interessanten Persönlichkeiten und Kandidaten und bereiten uns auf die nächste Nationalratswahl vor. Natürlich auch mit einem notwendigen Kredit, denn ich sage, die Chance ist sehr groß, dass man auch gerade bei der nächsten Nationalratswahl sagt, erst diese freiheitliche Alternative mit dem Original, mit dem HC Strache und seinem Team, die braucht es in der Opposition. Ja? Denn die anderen sind vielleicht ein bisschen zu spitzend und schroff und die anderen sind zu weich. Da ist genau das sozusagen der Ausgleich, um, ich sage, den Lausbuben rund um Türkis einmal richtig einzuheizen und den Linken das Feld nicht zu überlassen. Denn das, was ja heute Kickl tut im Wesentlichen, ist ja eigentlich schon fragwürdig auch zum Teil. Man hat fast den Eindruck, er wünscht sich eine rot-grüne Neos-Regierung auf Bundesebene. Also das ist für mich nicht die Alternative, die ich mir für Österreich wünsche. Vielleicht noch eine Satirefrage zum Schluss. Bezahlen Sie Ihre Handyrechnung mittlerweile selbst und welches Level von Candy Crush haben Sie mittlerweile erreicht? Naja, also ich sag, das ist wirklich gute Satire, denn na klar, unter einem Jörg Haider gab es einen späßen Kohäsionsfonds, genauso wie bei mir. Und wenn man die Erfolgszeiten Jörg Haiders von 1986 bis zu seinem Rücktritt hernimmt und auch meine Erfolgszeit als Bundesobmann von 2005 bis 2019, kann ich Ihnen eines sagen, die Späßen, die für Jörg Haider beschlossen worden sind und meine, die halten durchaus den Vergleich stand. Ich habe weniger ausgegeben als er, aber es ist normal, ja, wenn Späßen beschlossen werden, aus beruflichen Gründen, aus Repräsentationsgründen, aus Sicherheitsgründen, aus öffentlichen Marketinggründen, ja, dann haben die Organe das zu bewerten.